Ja, vielen Dank, Bernhard Brümmer, für die Einführung. Und ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind zu diesem Thema. Und ich freue mich natürlich auch darüber, hier eingeladen worden zu sein, diesen Vortrag zu halten zur nachhaltigen Landnutzung. Nachhaltige Landnutzung ist ein ziemlich ambitioniertes Thema, weil es ja bei der Nachhaltigkeit um soziale, ökonomische und ökologische Fragen geht. Und wenn man kein Universalgelehrter ist, dann begibt man sich da schnell auf Glatteis. Dazu kommt noch erschwerend, dass es ein sehr konfliktreiches Thema ist, da eben verschiedene Interessensgruppen in der Gesellschaft unterwegs sind, die auch sehr unterschiedliche Vorstellungen zur nachhaltigen Landnutzung haben. Und da kann ich es nur mit Wladimir Iljitsch Lenin halten, der mal gesagt hat, im Rückgriff auf Pestalozzi, die Unwissenheit kommt der Wahrheit näher als das Vorurteil. In dem Sinne fange ich an mit den Zielkonflikten, die wir bei der nachhaltigen Landnutzung zu beachten haben. Zum einen stehen wir natürlich davor, dass die Weltbevölkerung weiter wächst, auch wenn die Geburtenrate zurückgegangen ist, aus demografischen Gründen und prognostiziert auf ungefähr 10 Milliarden Menschen. Damit verdoppelt oder ist die globale Nachfrage nach Lebensmitteln verdoppelt. Die Nachfrage auf jeden Fall, was davon benötigt ist, eine zweite Frage. Dann haben wir das, was Bernhard eben auch schon einleitend gesagt hat, dass wir globale Wachstumsgrenzen des Ressourcenverbrauches haben, die zu beachten sind. Und wir haben dramatische Verluste der Biodiversität zu verzeichnen, die im Augenblick auch die Tageszeitungen füllen und große Aufmerksamkeit genießen. Fangen wir an mit der Weltbevölkerung. Hier ein Bild, das Sie sicher alle kennen. Wir haben gerade in den letzten Jahrzehnten einen dramatischen Anstieg, der sich dann hoffentlich in den nächsten Jahrzehnten einigermaßen stabilisieren wird, eben bei ungefähr 10 Milliarden Menschen. Geburtenraten gehen schon zurück, aber eben es wird weiter ansteigen. Die Lebenserwartung steigt ja auch weiter an. Und dann haben wir eben planetare Grenzen des Wachstums, wie es hier durch diese Skizze hier gezeichnet ist. Auf der einen Seite wächst immer weiter das Wohlbefinden, der Lebensstandard der Menschen, die ökonomische Aktivität nimmt zu und im Kontrast dazu, exponentiell zu, ist der Ressourcenverbrauch oder die Ressourcenverfügbarkeit, die davon abgekoppelt ist. Und auch die Umweltbelastung, die Sie hier unten sehen, ist eben auch nimmt weiter zu. Also da ist ein Missverhältnis, da geht die Schere auseinander, ein Punkt, den man beachten muss. Und wie diese Karikatur hier sehr schön zeigt, es hilft nicht schneller zu laufen, wenn es in die falsche Richtung geht. Mit diesen planetaren Grenzen haben sich in den vergangenen Jahren auch viele auseinandergesetzt. Ich habe hier eine Grafik von Steffen aus Science genommen, die verschiedene Punkte in diesem Tortendiagramm ja auflistet und deutlich macht, dass bei manchen Punkten ein hohes Risiko besteht, das sind die roten, und ein zunehmendes Risiko oder grün, dass man auf der sicheren Seite wäre. Und was Sie sehen, es sind zwei Dinge, die besonders herausragen. Zum einen der Biodiversitätsverlust oder der genetische Verlust weltweit, der schon jenseits aller ertragbaren Bereiche liegt. Und das andere ist auch die Belastung der Umwelt mit Phosphor und Stickstoff, auch eine Sache, die auch bei uns in Deutschland oder in der EU auch eine große Rolle spielt. Und Sie sehen, gepunktet ist hier die Rolle der Landwirtschaft eingezeichnet. Und Sie sehen, bei allem, was schön und teuer ist, ist auch die Landwirtschaft dabei, was einfach auch damit zu tun hat, dass die Landwirtschaft oder die Landnutzung insgesamt 40% der Landoberfläche prägt und damit natürlich alles, was da passiert, auch ganz stark Einfluss hat. Hier in diesem Abbildung hier links oben, die Frage gestellt, wie viele Erden bräuchten wir, wenn alle Menschen so leben würden wie die Bewohnerinnen von den USA oder auch Deutschland. Und was Sie sehen, wir bräuchten mehrere Erden, weil der Ressourcenverbrauch ja in den entwickelten Staaten, wie zum Beispiel in Deutschland, sehr viel größer ist, als dass es als Beispiel dienen könnte für den Ressourcenverbrauch weltweit.
Wir haben auch diesen Earth Overshoot Day, der dieses Jahr schon im Juli war, der sagt, bis zu dem Zeitpunkt wurden schon alle Ressourcen verbraucht, die eigentlich nur über das ganze Jahr zur Verfügung stehen. Das heißt, sie haben schon sehr viel mehr CO2 in die Luft geblasen, als assimiliert werden kann. Wir haben mehr Wasser, mehr Fische verbraucht, als gebraucht werden kann. Also ein Bündel an Ressourcen, die übernutzt worden sind. Und hier Hickel hat zum Beispiel in einem aktuellen Artikel auch nochmal darauf hingewiesen, dass wir aus dieser Zwickmühle eigentlich nur entkommen, wenn die wohlhabenden Nationen ihren ökologischen Fußabdruck halbieren würden, wenn wir es ernst nehmen mit der UN-Menschenrechtscharta zum Beispiel, dass alle ein gutes Leben haben sollen. Und da geht es dann nicht darum, einfach auf, sagen wir mal, Plastiktüten beim Einkauf zu verzichten, sondern eine Halbierung des Lebensstandards in den westlichen Staaten, in den OECD-Staaten, ist natürlich ein Eingriff, der gewaltig ist und der sicher politisch nicht unbedingt durchsetzbar ist, so wie die Situation im Augenblick ist. Dazu gehört auch unser Verhalten, was den Import von Lebensmitteln oder von Nahrungsmitteln und anderen Dingen, auch von Textilien, geht. Die EU ist Importweltmeister, auch Exportweltmeister, aber auch Importweltmeister. Und es werden Agrargüter importiert, die auf einer Anbaufläche angebaut werden, die so ungefähr so groß ist wie Deutschland. Und allein für Importe von Lithium, Soja, Baumwolle nutzt die EU 2- bis 3-mal so viel produktives Land, wie sie selber hat, wie das Bundesamt für Naturschutz ganz aktuell auch festgestellt hat. Dasselbe gilt auch für die CO2-Emissionen, wenn man nicht nur das zum Kriterium nimmt, was in der EU selber passiert, sondern auch zum Kriterium nimmt, was durch Entwaldung bei Agrarimporten passiert, gibt es dort auch eine große Verantwortlichkeit, die wir übernehmen müssten. Denn indem wir das importieren oder indem wir uns da überhaupt nicht drum scheren, laufen wir natürlich ein Problem, in ein Problem. Die Frage stellt sich, ist die nachhaltige Entwicklung nur etwas für uns hier in Deutschland oder in der EU oder in den westlichen Staaten? Oder wie weit sind wir denn überhaupt verantwortlich für das, was auf der Welt passiert? Die Importwaren, wir haben zwar diese UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte von 2011, aber diese Importwaren werden keineswegs zertifiziert oder danach geprüft, ob sie diesen UN-Leitprinzipien oder erst recht diesen der Menschenrechtscharta der UN von 1948 genügen, dass alle Menschen frei und in Würde und mit allen Rechten ausgestattet leben sollen. Und das geht eben von Menschenrechten angefangen, über ein Mindesteinkommen, mit dem man leben kann, mit Umweltstandards und Biodiversitätsschutz einher, mit Wasserschutz einher, dass nicht einfach für den Reisanbau der Grundwasserspiegel immer weiter abgesenkt wird, zum Beispiel, oder mit dem Bodenschutz und so weiter. Stellt sich die Frage, wie hier auch noch in Rot in der Mitte angegeben ist, ist der Umweltschutz und sind Menschenrechte eigentlich nur für EU-Bürger da oder sind sie auch für die Welt da? Wenn wir zum Beispiel Soja aus Brasilien importieren, im Wesentlichen als Nahrungsmittel für Rinder und das mit Menschen, wie jetzt aktuell es auch in der, überall zu lesen ist, das mit Regenwaldzerstörung und Menschenrechtsverletzung vertreiben indigener Völker einhergeht und jetzt auch durch das Mercosur-Abkommen möglicherweise noch weiter ausgebaut wird, ist das eigentlich tolerierbar oder haben wir da nicht auch eine Verantwortlichkeit? Wenn wir Textilien aus Äthiopien, die auch unter deutscher Beteiligung in Fabriken produziert werden, importieren und die Arbeiterinnen dort Hungerlöhne bekommen. Ich meine, die Textilindustrie geht deswegen jetzt nach Äthiopien oder in Teilen nach Äthiopien, weil dort die Löhne halb so groß sind wie die in Bangladesch im Moment. Und mit 26 US-Dollar pro Monat kann keiner auch nicht und keine auch nicht in Äthiopien überleben. Haben wir dann nicht eine Verantwortlichkeit, wenn wir diese Textilien hier importieren und uns über diese Bedingungen da gar keine Gedanken machen? Es gibt ja auch eine aktuelle Aufstellung hier unten, dass der globale Handel das Aussterben von ein Drittel aller Tierarten oder aller bedrohten Arten gefährdet oder weiter betreibt. Ist das für uns unerheblich oder was können wir dazu tun?
Und da ist es gut, auf einen berühmten Göttinger zu verweisen, Alexander von Humboldt, der sich 1789 in Göttingen immatrikuliert hat, also zu einer Zeit, wo Göttingen die freiheitlichste Universität in Deutschland war und eine der berühmtesten Universitäten EU-weit, also fast so wie heute. Und es war ja auch die Zeit der Aufklärung, und später wurde Alexander von Humboldt über viele Jahre und Jahrzehnte der berühmteste Wissenschaftler der Welt, wenn man seine Biografie sich liest. Und er war ein Weltbürger und er war ein Antinationalist und er war ein Demokrat und ein Antirassist. Er setzte sich ein für die Revolution in Südamerika, er hat mit Jefferson geplaudert und ihn angehalten, mehr den Rassismus in den USA zu bekämpfen. Er war politisch wie auch naturkundlich eine tragende Figur. Und an solche Vorbilder sollten wir uns heutzutage erinnern, denn spätestens seitdem Thilo Sarrazin vor 10 Jahren das Buch geschrieben hat, Deutschland schafft sich ab, gebärfreudigen Kopftuchmädchen gesprochen hat, spätestens seitdem ist der Rassismus und der Nationalismus wieder in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen und dem gibt es Einhalt zu gebieten und sich auf Leute zu besinnen, wie eben Alexander von Humboldt, obwohl es eine völlig andere Zeit war, natürlich auch mit anderen Randbedingungen, aber auf diese Werte zu beziehen, dass man sich auch für die Welt und ihr Wohlergehen insgesamt zuständig fühlt. In dem Zusammenhang sollte man auch über Steuerhinterziehung reden, die auch nicht den UN-Leitprinzipien entsprechen. Steuerhinterziehung in der EU spielen eine wahnwitzige Rolle mit 825 Milliarden Euro pro Jahr, wie es geschätzt ist. Das ist das Fünffache des jährlichen EU-Haushalts. Auch in Deutschland spielt die Steuerhinterziehung eine wahnwitzige Rolle. Nach Italien steht Deutschland auf Platz 2. Das sind geschätzte 125 Milliarden Euro, die verloren gehen. Das ist ein Drittel des Bundeshaushaltes von diesem Jahr, was auf die Art und Weise verloren ist. Und das spielt auch für den Import und Export eine große Rolle. Es gibt hier eine in Nature Ecology Evolution, eine neue Arbeit, die sagt, 68% des Auslandskapitals wird in 9 Unternehmen des Soja- und Rindfleischsektors von Brasilien investiert. Und das kommt aus Steueroasen, wie den Cayman Islands oder den Bahamas. Und da ist natürlich, geht ein Wohlstand verloren oder eine Geldmenge verloren, die gut für viele andere Dinge einzusetzen ist. Was wird nun mit den Lebensmitteln, die bei uns produziert wird, hier festgemacht am Getreideverbrauch, was passiert damit eigentlich? Und es ist auch gut, sich vor Augen zu führen, dass nur knapp 20% der Getreideproduktion bei uns für die Nahrung verwandt wird. Der weit überwiegende Teil geht in Tierfutter, dann noch in Energie und Zwecke. Das muss man sich natürlich überlegen, wenn man sich gleichzeitig vor Augen führt, dass 800 Millionen oder 0,8 Milliarden Menschen auf der Welt nach wie vor hungern hungern und das etwa nicht, weil global zu wenig Kalorien produziert wird, sondern weil sie sich die Nahrung einfach nicht leisten können. Es gibt da zwar einen großen Fortschritt. 1960 haben noch 60% der Weltbevölkerung unter Hunger gelitten, heute sind es nur 17%, aber es ist trotzdem nicht akzeptabel, dass bei dem Reichtum, der in der Welt herrscht, so viele Leute an Hunger leiden. Ein Punkt dabei, der auch viel in der Presse aufgenommen ist, ist, dass 2/3 der Nahrung verloren geht. Zum einen durch so 30-50% durch Verschwendung und Verrottung bei uns, das ist in den Handelsketten und im Privatbereich, aber auch in der dritten Welt ist das in derselben Größenordnung ein Problem, weil die Lagerung von Lebensmitteln und die Vernichtung durch Schädlinge zum Beispiel dort eine große Rolle spielt, was bei uns nicht so eine Rolle spielt. Und dann ist natürlich auch die Fleischproduktion ein wichtiger Punkt. Wenn man mit Getreide Rinder füttert, verbraucht man 17 Kalorien für eine Kalorie Rindfleisch. Wenn man Geflügel isst, Hühner, sind das 2-3 Kalorien für eine Kalorie. Also wenn Sie sich vegetarisch ernähren wollen, ist es gut,
Hühner zu essen, weil da geht wenig an Kalorien verloren. Wichtig für die globale Ernährungssicherheit als Rückgrat sind die Kleinbauern mit weniger als 2 Hektar Land pro Fläche. 90% der weltweiten Betriebe sind Kleinbauern und vor Ort unter angepassten Bedingungen, diesen zu helfen, einen Beitrag zu leisten gegen den Hunger wäre und zur eigenen Sicherstellung wäre sicherlich ein wichtiger Punkt. Als nächstes komme ich zu den Biodiversitätsverlusten, die hier schon angeführt sind. Ich beziehe mich hier auf den Living Planet Index, den viele auch kennen werden. Und es zeigt sich, dass in den letzten Jahrzehnten da ein starker Rückgang von Arten passiert ist. Aber diese Schätzungen und diese etwas konkreteren Schätzungen beziehen sich alle auf Wirbeltiere, wie auch ihr in dem Fall. Große Unsicherheiten, wie es da unten steht, sind beim Ausmaß des Artensterbens da vorhanden, wenn es um die Masse der Arten geht. Insekten insbesondere, die 70% aller Tierarten stellen, von den vielleicht rund 10 Millionen Arten, die wir haben, sind ja nur 1,7 Millionen beschrieben. Und es gibt, man kann das nur auf einer Schätzebene machen durch verschiedene Verfahren, um dann vielleicht zum Schluss zu kommen, dass pro Jahr ungefähr 100.000 Arten aussterben, was natürlich nicht wenig ist. Und wer ist dafür verantwortlich? Da gibt es Aufstellungen auch auf Wirbeltiere bezogen hier. Und dann stellt man schnell fest, dass der Habitatverlust, der Lebensraumverlust, die Lebensraumzerstörung die wichtigste Ursache ist. Und da wären wir auch wieder ganz nah an der Landwirtschaft. Also die Lebensraumzerstörung, die Überausbeutung, die Verschmutzung spielt eine große Rolle. Klimawandel, bei den publizierten Arbeiten über solche systematischen Reviews zu zeigen, spielt eher eine geringe Rolle. Wenn man sich aber vor Augen führt, und dafür steht hier diese Abbildung hier auf der rechten Seite, wenn man sich aber vor Augen führt, dass seit 1986 jeder Monat weltweit über der Temperatur lag des langjährigen Mittels und in den letzten 5 Jahren wir die heißesten Jahre überhaupt hatten seit Klimaaufzeichnung, dann kann man sich ja erwarten, dass in der Zukunft auch mit zunehmenden Extremereignissen der Klimawandel noch eine dominantere Rolle spielt, als es im Augenblick der Fall ist. Wenn es um die Rolle der Landnutzung geht, ihre große dramatische Rolle für das Artensterben, muss man sich auch vor Augen führen, dass das ganze Artensterben auch nicht durch Schutzgebiete allein zu schaffen ist. Wenn man, es gibt auch einige Arbeiten, hier von Bill Lawrence zum Beispiel, dass die tropischen Schutzgebiete zunehmend erodieren und an Arten verlieren, dass jetzt auch hier von Jan Habel zum Beispiel, dass Biodiversity Hotspots, also Wildgebiete, die ausgezeichnet sind weltweit, weil sie die höchste Artenvielfalt haben, dass die auch zunehmend gestört sind, zunehmend und von unter Landnutzung leiden und von daher auch nicht mehr das sind, was sie vor einigen Jahrzehnten waren. Wir haben also eine Reihe von Zielkonflikten. Wir haben globale Wachstumsgrenzen, die wir beachten müssen. Wir haben eine Lebensmittelnachfrage und gleichzeitig wollen wir aber auch die Biodiversitätsverluste minimieren. Da muss man auch festhalten, dass die Landwirtschaft auch erstmal eine Erfolgsgeschichte ist. Wir haben gerade bei uns, hier ist eine Grafik vom Deutschen Bauernverband, in dem 90% oder über 90% aller Landwirte organisiert sind hier bei uns, dass wir produzieren viele und gesunde Lebensmittel von hoher Qualität mit einem Standard, wie er noch nie hier vorlag. Und wir haben auch gleichzeitig seit 1949, also wo auch nach dem Krieg auch sogar noch Hunger da waren und also keineswegs diese Sicherheit vorhanden war, wie wir sie jetzt haben, haben wir auch einen großen Strukturwandel. Sie haben, wie es hier aufgezeichnet ist, Erwerbstätige, die stark runtergegangen sind. Wir haben landwirtschaftliche Betriebe, die in ihrer Anzahl zurückgegangen sind. Die Anzahl Leute, die von einem Landwirt ernährt wird, hat inzwischen so statistisch eben auch sehr viel zugenommen. Wir haben auch eine hohe Produktionssteigerung pro Fläche. In den letzten 100 Jahren gibt es eine Vervierfachung im Weizenertrag. Das alles ist natürlich erstmal auch ein großer Erfolg und eine wichtige Sache zur Bekämpfung von Hunger und zur Sicherung eines gewissen Lebensstandards
hochzuhalten. Aber eben diese Agrarökosysteme in der Landwirtschaft haben nicht nur diese Produktionsziele, die sehr gut erreicht werden, sondern es gibt auch Bärendienste, nicht nur diese Dienste, sondern auch Bärendienste oder wie man auf Neudeutsch sagt, Agroecosystem Services und auch Disservices. Wir haben Kollateralschäden. Wir haben zum einen Probleme mit dem Agrochemikalieneinsatz, mit Pestizideinsatz und Überdüngung, darauf will ich kurz eingehen. Und wir haben eine zunehmend verarmte Kulturlandschaft, wodurch Biodiversität und Ökosystemleistung verloren geht. Alles sogenannte negative Externalitäten, also Umweltschäden in dem Fall, die keinen Marktpreis haben und die einfach der Gesellschaft zur Last fallen und von der Gesellschaft kompensiert werden müssen. Mit dieser Frage der Agrarpolitik, um dieses zu bekämpfen und die gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen Union auch darzustellen, gibt es einen aktuellen Artikel hier von 1990, an dem auch Göttinger an zentraler Stelle mitgearbeitet hat, geleitet hier von Guy Peer aus Leipzig, aber Yves Zinngräbe hier aus Göttingen und Sebastian Lagner waren da ganz wesentlich dran beteiligt und setzten sich in diesem Artikel für eine grünere Entwicklung bei der EU, bei der Agrarpolitik ein. Nicht die EU gibt einen Großteil ihres Geldes für die Agrarsubventionen aus. Da gibt es eine erste Säule, die in der Masse, wo Direktzahlungen erfolgen, und eine zweite Säule für die ländliche Entwicklung, die sehr viel weniger Geld hat und zukünftig sogar für die Agrarpolitik ab 2021 noch viel weniger Geld beinhalten sollte für auch Agrarumweltprogramme. Und der Anspruch ist, dass diese GAP, gemeinsame Agrarpolitik der EU, auch einen Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen leisten soll. Und was sind die Nachhaltigkeitsziele? Die habe ich hier kurz aufgelistet, die will ich kurz nennen. Gehört keine Armut, kein Hunger, Gesundheit und Wohlergehen, Bildung gehört dazu, Geschlechtergleichheit, sauberes Wasser, Bezahlung, saubere Energie, bezahlbare und saubere Energie, menschenwürdige Arbeit, Wissenschaft, Industrie, Innovation, weniger Ungleichheiten, nachhaltige Städte und Gemeinden, nachhaltiger Konsum, Maßnahmen zum Klimaschutz, Leben unter Wasser, Biodiversität im Meer oder im aquatischen Bereichen an Land, Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen, auch ein zunehmend im Vordergrund stehender Punkt, und Partnerschaften zu erreichen dieser Ziele. Und diese Autoren, die eben in diesem Science-Artikel, haben sich mit der GAP und diesen Sustainable Development Goals, also diesen Nachhaltigkeitszielen, auseinandergesetzt. Wir haben hier wieder so ein Tortendiagramm und man sieht, dass die Bedeutung wird durch die Länge dieser Torten hier dargestellt. Man sieht, dass nur wenige dieser Nachhaltigkeitsziele wirklich adressiert werden von der GAP. Da gehört einmal das zweite Nachhaltigkeitsziel, Versorgungssicherheit, das ist ja blau gekennzeichnet, weil da viel passiert ist. Da ist eine gute Performance, hier rot und gelb ist eine schlechte Performance. Und was man sieht, ist dann als nächstes bei 6 Überdüngung, ist natürlich eine schlechte Performance. Deutschland wird ja sogar verklagt wegen der Überdüngung. Da haben wir 12, Ökolandbau zu wenig entwickelt, geben Sie ihnen auch eine schlechte Note. Klimaziele werden 13, werden auch nicht eingehalten. Und last not least, der Biodiversitätsrückgang ist auch der EU-Agrarpolitik anzukreiden. Gleichzeitig ist nach einer EU-Meinungsumfrage EU-weit festzuhalten, dass 64% aller Landwirte, 92% aller anderen Bürger mehr für Umwelt und Klima sich einsetzen würden und mehr davon erwarten, was auch immer man von dieser billigen Äußerung bei Meinungsumfragen halten soll, ob sie dann wirklich da auch bereit sind, da die Kosten dafür zu tragen, ist die zweite Frage. Und auch der wissenschaftliche Beitrag für Agrarpolitik, wo auch viele Göttinger Kollegen sich engagieren, setzt sich dafür ein, dass diese Direktzahlungen, die Masse der Agrarsubventionen ausmacht, dass die gekoppelt werden an direkte Mehrleistungen im Sinne von Erhöhung der sozialen und ökologischen Standards.
Zu den Problemen, ich nannte es schon, gehört die Überdüngung. Wir haben von der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung sollten die Stickstoffüberschüsse auf 80 Kilo, maximal 80 Kilo pro Hektar beschränkt sein. Tatsächlich haben wir annähernd 100 Kilo pro Hektar und entsprechende Probleme, auch mit der Wasserverschmutzung und so weiter. Die Ökoeffizienz, was den Stickstoffansatz anbelangt, hat sich stark verschlechtert. Nicht das, was man einsetzt im Vergleich, was man herausbekommt, das ist die Ökoeffizienz. Es gibt einen Stickstoff-Assessment-Report auf EU-Ebene, ein sehr umfangreiches Werk, bei dem alle die Kosten aller Stickstoffverluste in Europa bilanziert werden. Und die Autoren kommen zu dem Schluss, dass die Kosten des Stickstoffverbrauchs in der Landwirtschaft in Europa bei 70 bis 320 Milliarden Euro liegen, durch die Verseuchung von Wasser, Boden und Luft und vor allen Dingen auch durch viele gesundheitliche Schäden, die daraus entstehen und die kuriert werden müssen. Und das ist eine Summe, die der Gesellschaft anheimfällt, die also nicht von den Verursachern getragen wird und die größer liegt als die Gewinne, die man durch die direkten ökonomischen Gewinne, die man aus dem landwirtschaftlichen Stickstoffeinsatz ziehen kann. Überdüngung verursacht auch Biodiversitätsverluste, dass das Grünland EU-weit und auch weltweit so stark an, aber insbesondere jetzt hier auch auf die EU und Deutschland bezogen, so stark verarmt sind. Das Grasland liegt an der Überdüngung. Viele Arten, gerade Kräuter, sind verloren gegangen in den letzten 100 Jahren. Es hat sich auch gezeigt, dass diese Überdüngung für auch selbst pflanzenfressende Insekten häufig schlecht sein kann, dass es eine höhere Mortalität verursacht, wo man eigentlich davon ausgehen müsste, dass Stickstoff für die Ernährung von Pflanzenfressern immer nur gut ist. Also da gibt es auch viele Verluste an Artenvielfalt, die auf die Überdüngung zurückzuführen sind. Dann haben wir den Biopestizideinsatz mit seinen Verlusten. Die Neonicotinoide oder drei der Neonicotinoide sind ja 2018 verboten worden, EU-weit. Und da wurde erstmals auch festgestellt, was grundsätzlich eine unterschätzte Bedeutung hat, dass diese Gifte nicht nur direkt töten, Neonicotinoide sind Insektizide, nicht nur direkt die Insekten töten, sondern Verhaltensänderungen bewirken, die letztlich auch zum Sterben führen. So reduzierten sie das Heimfindevermögen von Honigbienen, die kamen dann nicht mehr zu ihrem Stock oder haben die nicht mehr gefunden. Hummeln haben viel weniger Königinnen produziert, das heißt, im kommenden Jahr würden dann sehr viel weniger Völker unterwegs sein. Bestäubungsfähigkeit war eingeschränkt, die Vitalität ist eingeschränkt. Und solche Effekte, wie sie bei den verbotenen Neonicotinoiden gefunden wurden, die gibt es auch gegenüber praktisch allen Pestiziden. Es geht nicht nur um die Mortalität. Die Arten finden nicht mehr ihre Geschlechtspartner, sie finden nicht mehr ihre Wirtspflanze, sie sind anfälliger gegenüber Parasiten. Das ist so ein kumulativer Stress, der zum weiteren Sterben führt. Glyphosat ist ja auch stark in der Diskussion, trifft natürlich direkt vor allen Dingen Ackerwildkrautarten, die extrem zurückgegangen sind und deren Insekten. Aber Glyphosat berührt auch sehr stark das Bodenleben, nicht nur dadurch, dass die Rhizosphäre, das Bodenleben im Bereich dieser Unkräuter eingeschränkt ist, sondern dieser Weg, der da durch das Gift betroffen wird, betrifft auch die Mikroorganismen und auch Regenwürmer und auch Amphibien, die zum Beispiel im Brandenburgischen durch Felder laufen, um zwischen ihrem Sommer- und Winterquartier hin und her zu wandern, sind extrem anfällig auf Glyphosat. Da gibt es eine direkte Toxizität, die sehr hoch ist. Und es gibt einige Untersuchungen, dass Pestizide signifikant zum Artenrückgang beitragen. So beispielsweise in Holland ist es so, dass da wurden auch die Bereiche hoher Nikotinoidspritzung in Verbindung gebracht mit extrem starkem Vogelrückgang. Der weitere Punkt, den ich auch schon genannt habe, sind die ausgeräumten Kulturlandschaften. Das ist sicherlich der wichtigste Punkt meines Erachtens der Biodiversitätsverluste. Wir hatten Ende des 19. Jahrhunderts vermutlich das kontrastreichste Mosaik von Landschaftselementen und damit auch die größten Artenreichtum hier in Deutschland.
Dann aber ist nach dem Krieg sehr viel passiert, insbesondere dann nachher auch durch die Grüne Revolution. Borlaug hat dafür 1970 auch den Friedensnobelpreis bekommen. Da wurden sehr effektive Sorten eingebaut und es wurde aber auch sehr viel mehr gedüngt und vor allen Dingen auch sehr viel mehr Pestizide eingesetzt, um auch die Produktion stark anzuschieben, was ja auch erfolgreich passiert ist. Das geht auch mit dann nach einher mit der Landschaftshomogenisierung und Flurbereinigung. Die Landschaften wurden immer intensiver genutzt. Es sind viele Bereiche einfach verschwunden, von Kleingewässern angefangen bis zu Hecken, die verschwunden sind. Und das Interessante ist, man dachte immer nach dem Krieg, so bis 1970, da waren die wesentlichen Verluste der Biodiversität eigentlich zu verzeichnen und seitdem wäre da eigentlich mehr oder weniger ein Gleichstand. Tatsächlich zeigte sich aber, dass in den letzten Jahrzehnten nochmal ein dramatischer Rückgang an Artenvielfalt zu verzeichnen ist und auch ausgelöst sicherlich durch den Intensivierungsschub seit 2008, das war ja das Jahr auch der Wirtschaftskrise, da wurden durch die neue Agrarpolitik wurde die Flächenstilllegung aufgegeben. Wir hatten ja mal, die Älteren werden sich erinnern, davor zwischen 7% und 14% stillgelegte Flächen, um der Überproduktion in der EU entgegenzuwirken. Aber dann kam eben auch noch der Bioenergieflächenbedarf, die Bodenpreise, nicht zuletzt auch durch die Direktzahlung durch die Agrarpolitik. Die Bodenpreise stiegen, was ja auch für den Naturschutz ein Problem ist, weil alle Flächen auf einmal sehr viel mehr wert wurden. Also da ist viel passiert, was eben mit dem Rückgang dieser Strukturlandschaftsdiversität einhergeht. Das, was jetzt die Welt auf jeden Fall in Deutschland aufgerüttelt hat, war das sogenannte Insektensterben, diese sehr großen Verluste an Biomasse, wie sie bei der sogenannten Krefeld-Studie gefunden wurden, wo Leute mit solchen zeltartigen Fallen in Krefeld, in Nordrhein-Westfalen, aber auch in Brandenburg Untersuchungen in 63 Schutzgebieten gemacht haben, 26 davon mit mehr als einer Probe im Jahr. Diese 26 Gebiete sind hier dargestellt mit den sich verbindenden Linien. Und man sieht zwischen 1990 und 2015 hier 75% Rückgang. Das hat viele geschockt, auch viele Experten, dass selbst in solchen Schutzgebieten, auch wenn sie durch Ackerland umgeben waren und relativ klein waren, dass selbst in solchen Schutzgebieten so ein dramatischer Rückgang zu verzeichnen ist. Das ist dann vor 2 Jahren publiziert worden, 2017. Inzwischen gibt es auch erste Untersuchungen, auch von Kaspar Hallmann, der im Übrigen gerade erst letzten Dienstag promoviert hat. Er hat auch die Schwebfliegen sich genauer angeguckt und hat festgestellt, dass diese, die auch auf der Artebene und Individuenebene durchaus mit diesem Bild auch übereinstimmen, 80% weniger Individuen und 20% weniger Arten. Interessant ist, es geht nicht nur immer um die Arten, sondern es geht viel auch um die Individuenzahl. Weil die Arten nicht zur Verfügung stehen, wenn sie nur noch ganz vereinzelt vorkommen. Und er hat es auch so analysiert, dass er sich angeguckt hat, was heißt das eigentlich für die Verfügbarkeit von Arten pro Tag und hat festgestellt, dass pro Tag nur 75% oder 75% der Arten fehlen für ökologische Dienstleistungen, wie zum Beispiel bei Schwebfliegen, die effektive Gegenspieler von Blattläusen, auch Getreideblattläusen sind, die dann einfach fehlen. Das hat die Politik aufgerüttelt, 2017, das Schweigen der Lämmer oder der Politik mit Angela Merkel und dem Totenkopfschwärmer, ein wirklich starkes Bild und das hat auch dazu geführt, dass jetzt mit Frau Schulze dieser Aktionsplan Insektenschutz verabschiedet wurde, der die Landwirte auf die Barrikaden gebracht hat. Gestern gab es eine große Demonstration. Inzwischen gibt es aber auch noch weitere Hinweise, dass diese Biodiversitätsverluste eine große Rolle spielen, sogar noch krassere Ergebnisse. Letzte Woche wurde in Nature veröffentlicht, Ergebnisse von 10 Jahren Forschung in Biodiversitätsexploratorien mit Daten von zwischen 2008 und 2017. Das ist in Deutschland, Schorfheide-Korin,
Nationalpark Hainich und Schwäbische Alb, ein großes Projekt hier mit 150 Flächen von Grasland. Und was Sie festgestellt haben, ist, was hier unten steht, 34% Artenverlust, 67% Biomasseverlust in nur 10 Jahren. Und interessanterweise haben Sie festgestellt, dass diese Verluste gar nicht unmittelbar mit der Intensität der Graslandnutzung in Verbindung zu bringen waren, sondern mit der Struktur der umgebenden Landschaft. Wenn die Landschaft um diese Grasländereien von Acker umgeben waren, vor allen Dingen, dann gab es so einen starken Absturz, wohingegen, wenn sie von, sagen wir mal, naturnahen Elementen umgeben waren, wo immer wieder eine Neubesiedlung stattfinden konnte, war der Verlust sehr viel geringer, was ein weiteres Mal betont, wie wichtig der Aufbau der Landschaft und der Strukturreichtum der Landschaft ist. Dass diese Verluste nicht einzig dastehen, diese 75% Biomasseverluste, 67% der Biomasse, zeigen viele andere auch in den letzten Jahrzehnten, 47% Verlust der Grünlandschmetterlinge und so weiter, Kleinzikaden, Feldvögel sind in den letzten Jahrzehnten um 50% zurückgegangen, 71% der Ackerwildkrautarten pro Acker verschwunden, also dramatische Rückgänge, wie sie vielfach hier für Deutschland, für Europa auch nachgewiesen wurden. Da gibt es auch so Aufstellungen von verschiedenen Vereinen. Jetzt haben die Schmetterlingsfreunde von Bremen mal dargestellt, welche Schmetterlinge bei ihnen alle fehlen, was die Situation heute ist und wie sie früher aussah. In Schleswig-Holstein haben sie dargestellt, was auf einem Getreideacker früher für Laufkäfer gefunden wurden und was heute. Das sind vor allen Dingen diese großen Laufkäfer-Carabus-Arten, diese goldschimmernden, die eine große Rolle gespielt haben, die inzwischen vom Bundesartenschutz, unter Bundesartenschutzgesetz fallen und heutzutage einfach total selten geworden sind und früher die große Masse darstellten. Wenn man von den ausgeräumten Kulturlandschaften redet, muss man auch in erster Linie auch daran denken, dass damit viele kulturelle Dienstleistungen einhergeht. Es geht ja nicht nur um den Artenrückgang per se, sondern es geht auch um unsere Kulturlandschaften, unsere Heimat, die Landschaften, in denen wir spazieren gehen wollen, in denen wir unsere Erholung suchen wollen. Die haben einen historischen, kulturellen Wert. Und viele der Arten, um die wir uns auch heutzutage kümmern, sind auch klassische Kulturfolger. Das heißt, sie stehen auf der roten Liste, aber sind eng mit der Landwirtschaft verbunden, wie Hase, Hamster, weißer Storch, Ackerwildkräuter. Wir hätten den weißen Storch schon längst nicht mehr, vermutlich in Deutschland, wenn nicht Nachzuchten mit Millionen Aufwand betrieben werden. Also die sind alles Arten, die auch in der Bevölkerung einen großen Wert haben. Auch gemeine Feldvögel sind, wie ich schon sagte, zunehmend gefährdet. Da geht es nicht um Seltenheiten, sondern es geht darum, ob man den Feldsperling, die Goldammer oder die Feldlerche tatsächlich noch erlebt, wenn man vor die Tür tritt, oder ob die verschwunden sind. Also dieser kulturelle Wert ist entscheidend. Wir reißen ja auch nicht den Kölner Dom ab, sondern und genauso müssen wir auch darauf achten, dass wir die Artenvielfalt, die wir jetzt über Jahrtausende hier aufgebaut haben, auch bei uns erhalten, aus kulturellen Gründen. Aber sie haben natürlich auch eine funktionelle Bedeutung. Nicht vielleicht da noch zu erwähnenswert, dass das auch jenseits natürlich aller monetären Bewertungen geht, dass das ein kultureller Wert ist, der jetzt nicht, weil versucht wird häufig, den Artenrückgang auch in Heller und Pfennig aufzurechnen. Die funktionelle Bedeutung der Biodiversitätsverluste kann man gut festmachen an der Bestäubung. Sie erhöht die Produktion von 75% der bedeutendsten Nutzpflanzen und beeinflusst 35% der globalen Nahrungsmittel. Der jährliche Wert der globalen Bestäubungsdienstleistungen liegt auf der Ebene von ein paar hundert Milliarden US-Dollar, wie der internationale Panel für Biodiversitätsschutz gerade festgestellt hat. Und es sind auch immer Wildbienen, die entscheidende Rolle spielen für die Bestäubung. Wenn man hier im Göttinger Raum die Witzenhäuser Kirschen, Süßkirschen sich anschaut, dann ist es so, dass es nicht die lokale Bewirtschaftung ist, die den Ertrag ausmacht, sondern wenn diese Kirschplantage
in einer bunten Umgebung ist, zweimal mehr Lebensräume, dann hat man dreimal mehr Wildbienen und zweimal so viel Ertrag am Ende. Und das zeigte sich auch für eine weltweite Aufstellung hier bei Lucas Garibaldi, dass die Wildbienen und wilde Insekten die entscheidenden Faktoren, die den Ertrag steuern, sind. Bestäubung erhöht auch die Qualität, nicht? Erdbeeren zum Beispiel, die gut bestäubt sind, sind röter, strahlen mehr, haben ein anderes Säure-Zucker-Verhältnis, die sind fester, sie lagern länger und der marktfähige Ertrag ist auch höher. Dasselbe gilt auch für biologische Schädlingsbekämpfung. Man kann das experimentell zeigen, indem man die Gegenspieler von Blattläusen, Getreideblattläusen aussperrt, indem man hier solche Plastikbarrieren am Boden hat und dann wahlweise auch noch so ein Drahtkäfig, der die Gegenspieler von oben abhält, also am Boden keine Spinnen, keine Laufkäfer, von oben keine Schwebfliegen, keine Marienkäfer, keine Gallmücken, die als Gegenspieler eine Rolle spielen. Und dann hat man auch gleich, sieht man, dass man eine Verdreifachung der Blattlausdichte hat, wie hier EU-weit gezeigt wurde. Dasselbe gilt auch für Rappschäden, nicht? Wenn man Landschaften hat, die entweder 3% Acker hat oder 50% Acker hat, dann macht das einen großen Unterschied für den Raps. Wenn man nämlich nur wenig Acker in der Umgebung hat, dann ist der Rapsschaden nur bei 35% und dann haben wir eine Parasitierung, die bei 50% liegt. Da haben wir also auch eine biologische Regulierung, die man bei ausgeräumten Landschaften so nicht antreffen kann. Kurzum, die Landschaft spielt eine große Rolle und kann man als die Diskrepanz der räumlichen Skalen betrachten oder charakterisieren. Auf der einen Seite ist man eigentlich mal daran interessiert, lokal was zu machen, da gehen auch die EU-Subventionen dahin. Auf der anderen Seite spielt die Struktur der Landschaft eine große Rolle, weil alle Arten leben auf großen Skalen. Dass ihre Populationen überleben, liegt daran, dass sie eben auf dieser Landschaft, ob das Pflanzen sind, ob das Tiere sind, auf dieser Landschaft sich bewegen. Sie leben nicht auf dem Acker oder auf einem Stück Grünland, sondern da können sie nicht ihr Überleben sichern, sondern sie brauchen die ganze Umgebung. Und welche Rolle das spielt, hatten wir ja schon früh zum Beispiel in einem Beispiel gezeigt, indem wir auf Ackerrandstreifen neben Getreidefeld solche Töpfe, Pflanzentöpfe ausgebracht haben. Und siehe da, wie nicht anders zu erwarten ist, hat man viele Lebensräume in der Landschaft, hat man auch einen sehr viel höheren Blütenbesuch durch Wildbienen. Das heißt, es wird nicht durch das Lokale bestimmt, sondern es wird dadurch bestimmt, wie die Landschaft ausschaut. Dasselbe gilt auch für Kalkmagerrasen in der Umgebung von Göttingen, hier von Verena Rösch untersucht und Urs Kormann. Und hier für viele Taxa von Pflanzen, viele Insektengruppen untersucht, wenn diese Kalkmagerrasen in ausgeräumten Landschaften mit viel Acker liegen, dann haben sie fast ein Drittel weniger Arten, als wenn sie in eingeräumten, bunten Landschaften liegen. Wir haben also eine Biodiversitätskrise in Agrarlandschaften und die Landschaft spielt eine große Rolle. Ein sehr interessanter Artikel von David Klein, der hier sitzt und heute Abend auch noch einen Vortrag hält. Wir könnten uns die Frage stellen, weil das in der politischen Debatte eine große Rolle spielt, ist Ökolandbau, der ja bei den Bürgerbefragungen oder den Bürgerinitiativen, dem Volksbegehren, die wir jetzt in Baden-Württemberg und Bayern haben, ist Ökolandbau, ist das wirklich die ultimative Lösung der Biodiversitätskrise? Ist es so, wenn wir jetzt 50% oder 80% Ökolandbau haben, dass es dann uns, was den Artenrückgang anbelangt, so viel besser geht? Klar, Ökolandbau fördert die Artenvielfalt. Das FIBEL-Forschungsinstitut für biologischen Landbau in der Schweiz hat zum Beispiel diese Grafik herausgegeben, die Anzahl der Studien zeigt also eigentlich durchweg, dass mit Ökolandbau man im grünen Bereich liegt. Es gibt Meta-Analysen, die zeigen, rund 34% mehr Arten hat man auf der Ökofläche im Vergleich zur konventionellen Fläche, beispielsweise im Weizen. Aber jetzt nicht der Ökolandbau zielt auf Nachhaltigkeit, Bodenfruchtbarkeit und Biodiversität. Man verbietet Mineraldünger, synthetische Pestizide und GMOs. Aber man muss auch beachten, dass es eine zunehmende Intensivierung beim Ökolandbau gibt.
und auch eine zunehmende Spezialisierung. Ökolandbau hat nichts mehr mit der Idylle zu tun, der man vielleicht vor 20 Jahren noch mit dem Ökolandbau begangen hat. Hier ein Bild von Almeria, Südspanien, die Landschaften komplett unter Plastik. Da sind auch viele Ökobetriebe dabei, die ohne Mineraldünger und ohne synthetische Pestizide auskommen und Ökoprodukte machen. Aber wie man unschwer erkennen kann, so geht das nicht damit einher, dass da für die Artenvielfalt da viel getan ist. Ein zweiteres Problem ist, dass Ökolandbau immer mit geringerem Ertrag einhergeht. Im Mittel vielleicht 20%, bei Getreide 50% Reduktion. Das heißt, man braucht die doppelte Fläche, um auf denselben Ertrag zu kommen. Auch ein Problem. Also es gibt aber insbesondere, aber es gibt viele andere Stellschrauben, die für die Frage der Diversität, der Biodiversität eine große Rolle spielen. Dazu gehört die Diversifizierung der Fruchtfolge, das Vermeiden von Monokulturen, sagen wir mal Weizen nach Weizen oder Mais nach Mais oder der jetzt im Augenblick üblichen, nur sehr kurzen Fruchtfolgen oder Mischkulturen zu haben oder was wir jetzt neulich untersuchen, solche Streifenanbau an einmal Weizen, einmal Raps nebeneinander, was auch zum Beispiel für die Nutzung durch Vögel eine gewisse Rolle spielt. Also es gibt viele Maßnahmen, die vom Ökolandbau überhaupt gar nicht berücksichtigt werden. Auch nicht die Frage, ob es mehr naturnahe Lebensräume auf dem Hof gibt, ob es mehr Hecken gibt, ob es mehr Grünland gibt und so weiter. Das ist das eine. Das also mit dem auch solche Maßnahmen wie mit dem ökologischen Kontrast, wo auch David Klein viel zu gearbeitet hat, spielt eine Rolle. Es ist wichtig, Maßnahmen da zu machen, wo die Landschaften monoton sind, wo eine intensive Landnutzung passiert und nicht da, wo Landschaften bunt sind. Das kann man sich gut vor Augen führen hier mit einer alten Arbeit von Indra Roschewitz, die gezeigt hat, dass der Unterschied zwischen organischem und konventionellem Landbau dann da ist, wenn die Landschaften hauptsächlich durch Ackerbau geprägt sind. Haben Sie bunte Landschaften mit wenig Ackerbau, dann liegen die beiden relativ nah beieinander, weil durch die Landschaften die Arten einfließen. Das gilt auch für Bienen, das gibt für viele andere Arten, wie wir gezeigt haben, die da auch eine Rolle. Es macht also einen Unterschied, wo man solche Maßnahmen ansetzt. Peter Batari, aus Ungarn kommt, hat hier bei uns auch neulich eine Untersuchung gemacht von Thüringen. Nicht? Das Rote ist die Grenze zwischen Niedersachsen und Thüringen und Niedersachsen. Ausgehend von der Überlegung, dass durch die frühere Zwangskollektivierung im Osten wir ja nach wie vor noch sehr große Felder haben im Vergleich zum Westen. In Thüringen eben im Mittel 20 Hektar und im Westen hier in Niedersachsen, hier bei uns, 3 Hektar Felder. Und er hat das miteinander verglichen. Denn dadurch haben wir 70% längere Feldränder hier in Niedersachsen als im Osten. Der Ertrag pro Hektar ist identisch gewesen. Das geht hier auch um Winterweizen. Aber hat auch gleichzeitig verglichen den Ökolandbau mit dem konventionellen, festgestellt, dass Ökolandbau fast die Hälfte nur erbringt im Vergleich zum konventionellen. Der Profit ist im Osten 50% höher, weil es natürlich einen Grund gibt, warum Landwirte auf größere Flächen gehen. Es ist einfach sehr viel effizienter, sie sparen variable Kosten. Aber trotzdem, auch trotz des verringerten Ertrags, ist der Profit beim Ökolandbau wegen der guten Vermarktungsbedingungen doppelt so hoch gewesen wie bei konventionellen Landbau. Und das hat er miteinander verglichen und das hier durch diese Akkumulationskurven gezeigt. Hier ist die Ackerlänge und hier die akkumulierte Artenreichtum. Wir fangen mal mit dem Osten konventionell an. Da steigt mit zunehmender Ackerlänge der Reichtum hier an, wie man sieht. Dann organisch liegt da drüber und dann kommt im Westen der konventionelle Landbau und dann im Osten der ökologische Landbau. Und was man sehen kann, ist, dass diese Kleinstrukturiertheit, wie wir sie im Westen haben, der Flächen, dass man nur kleine Ackerflächen haben, dazu führt, dass selbst der konventionelle Landbau höher liegt als der Ökolandbau im Osten mit den 20 Hektar und erst recht natürlich der ökologische Landbau hier. Also kurzum, es geht nicht nur darum, um Ökolandbau und
konventionellen Landbau, sondern die Struktur der Landschaft, ist sie kleinkammerig oder so großkammerig, kann genauso eine große Rolle spielen, wird aber von der EU oder von, bei der Zertifizierung auch nicht berücksichtigt. Ähnliches hat die Annika Haß untersucht. Und zwar wurden dann Landschaften ausgesucht, die unabhängig von den naturnahen Elementen einfach nur Landschaften sind, die entweder sehr kleine Flächen nur haben, also kleinkammerig sind, oder ob sie Ackerflächen haben mit verschiedenen Fruchtarten, also einmal mehr die Heterogenität in der Zusammensetzung größer ist, mehr Fruchtarten, oder die Flächen einfach kleiner geworden sind. Das waren unabhängige Gradienten, die sie untersucht hat. Sie hat festgestellt, wenn man mehr Acker hat, mehr Ackerränder hat, weil die Flächen so klein sind, dann hat man auch sehr viel mehr Wildbienen. Das geht bis zum Fünffachen von dem, was man bei wenig Ackerrändern hat. Also diese Ränder spielen eine große Rolle und wie sich zeigte, sie spielen einmal eine Rolle, weil sie Randstreifen haben, aber auch unabhängig von den Randstreifen, wenn man die herausrechnet, ist allein die Tatsache, dass es einen Rand gibt für die Orientierung, für die Ausbreitung in der Landschaft von großer Bedeutung. Und dieses Mehr an Wildbienenarten und Wildbienenindividuen ging auch damit einher, dass die Bestäubungsleistung, die sie auch gemessen hat, auch größer war. Noch in einer größeren Arbeit, der zusammenfassenden Arbeit dieses EU-Projekts hier von Clelia Cerami, mit allen möglichen Tiergruppen zeigte, wenn die Fläche unter mittlere Flächengröße unter 6 Hektar gibt, dann gibt es einen überproportionalen starken Gewinn an Artenreichtum. Da passiert also sehr viel. Und wenn man da angreift, würde man also einen großen Beitrag zur Biodiversität leisten. Und es zeigte sich sogar, dass die, wenn man von 5 Hektar auf 2,8 Hektar runtergeht im Mittel, dann ist das genauso viel, als wenn man den naturnahen Elemente, naturnahen Lebensräume auf 11% erhöht. Also auch eine Maßnahme, die nur mit dem Acker zu tun hat und die schon so eine große Bedeutung haben kann. Ich glaube, das lasse ich jetzt mal außen vor. Wie sieht das Design aus für produktive und artenreichen Agrarlandschaften? Ich denke, es ist wichtig, dass wir in unseren Agrarlandschaften eine Kombination von naturschutzrelevanten Flächen haben, aber auch dafür sorgen, dass die Ackerflächen so sind, dass die Landschaften durchlässiger sind und für die Ausbreitung von Arten wichtig sind, dass wir also ein sogenanntes Biotopverbundsystem haben. Dazu gehört, das läuft unter der Diskussion zwischen Landsharing und Landsperring, Landsharing wäre also Produktion und Naturschutz auf derselben Fläche, die Integration von Naturschutz, und Landsparing wäre die Segregation von Naturschutz, dass man einerseits intensiv produziert, eben auch dafür mehr bekommt und die Fläche, die man einspart, dann als Schutzgebiet beiseite lässt. Ich denke, man müsste das beides kombinieren, um unsere Landschaften so zu bunt zu erhalten und auch das Aussterben zu verhindern, weil Aussterben verhindert man nur, gerade Insekten sterben immer schnell aus. Und wenn man das verhindern will, muss man eine Durchlässigkeit haben, muss immer wieder zu einer Neubesiedlung kommen. Dazu gehört also auch so eine Besiedlung vom vom Schutzgebiet in den Acker, wie das hier angedeutet ist, vom Randstreifen in den Acker oder ein Austausch zwischen Randstreifen und Schutzgebiet, um diese Population zu stabilisieren. Klar, man hat seltenere Arten im Schutzgebiet, häufiger Arten im Randstreifen, aber durch den Austausch ist eben das Aussterben verringert und eher ein wichtiger Beitrag zu Biodiversität und Dienstleistung erfolgt. Hier eine kurze Zusammenfassung. Wir haben also zu tun mit dem Zielkonflikt einerseits einer immer noch wachsenden Weltbevölkerung. Wir haben globale Wachstumsgrenzen, die nur durch mehr Verantwortung, also gerade der reichen Länder wie Deutschland, begegnet werden können. Und wir haben dramatische Biodiversitätsverluste bei uns und auch weltweit. Wir müssen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die UN-Menschenrechtscharta berücksichtigen, auch auf globaler Ebene. Nicht immer so tun, als ginge es nur um unseren Wohlstand, sondern wenn wir als Christen oder auch als Nichtchristen Verantwortung zeigen wollen, wäre da ein ganz anderer Angang nötig, weg von Nationalismus, weg von Rassismus
und auch für sich für Grundrechte für alle einzusetzen. Und dazu gehört auch die Neuausrichtung der Lebensmittelimportpolitik, was natürlich mit sehr großen Kosten bei uns einhergehen würde. Dann bin ich Punkt 3 auf die EU-gemeinsame Agrarpolitik eingegangen, ab 21, die verfehlt Klimaziele und Biodiversitätsziele. Dann habe ich als vierten Punkt die dramatischen Insektenverluste in Deutschland vor Augen geführt, die auch ganz wesentlich auf die Monotonisierung und Übernutzung unserer Landschaften zurückzuführen ist. Dann habe ich auf den Punkt hingewiesen, dass Ökolandbau ja schön und gut ist, aber es ist nicht die Lösung der Biodiversitätskrise. Es braucht auch viele andere Maßnahmen von Diversifizierung, um der Biodiversitätskrise Herr zu werden. Der sechste Punkt, Vernetzung in Mosaiklandschaften ist sicherlich eine Lösung, die man im Auge behalten muss. Und die Berücksichtigung der Landschaftsstruktur, das ist der Punkt 7 und abschließende Punkt, wie gesagt, und die Importe bei der EU-Politik sind bislang zu wenig berücksichtigt und gerade auch bei der EU-Agrarpolitik nicht durch Anreize und auch durch Regelungen, durch strafbesetzte Regelungen, nicht genügend verankert. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.